Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Gesundheitsfernsehen. Wir haben heute auch das Thema Darmgesundheit im Fokus. Sie wissen, Gesundheit fängt immer im Darm an und trotzdem kenne ich viele, viele Menschen, die eigentlich gesund sind und trotzdem einen Leaky Gut haben. Das sieht man auch immer wieder in Blutuntersuchungen. Und heute möchte ich dieses Thema Darmgesundheit noch aus einem anderen, ergänzenden Blickwinkel anschauen, zusammen mit zwei herausragenden Gästen. Und dafür spreche ich Ihnen wirklich nicht zu wenig. Sie werden Freude haben an dieser Sendung. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meine Gäste vor und dann legen wir los. Ja, und da sind wir wieder und da habe ich einerseits den Dr. mit Helmut Münch. Ganz herzlich willkommen. Nicht nur Arzt, du bist auch der Leiter des MEF, des Medizinischen Entzündungsforschungsgesellschaft. Sehr schön. Jawohl. Und das gibt es seit 70 Jahren und du bist dort schon 20 Jahre, 30 Jahre? Ich bin jetzt seit 20 Jahren der Chef. Vorher war es der berühmte, wirklich berühmte Enzymwissenschaftler Dr. Karl Ransberger mit Professor Max Wolf. Mhm. Und ich mache noch ein paar Jahre, hoffe ich, und dann ist es irgendwann mein Nachfolger. Wunderbar. Und auf der anderen Seite habe ich Dr. Uwe Peters hier. Du bist eigentlich der Leiter dort vom wissenschaftlichen Leiter. Teil, genau. So ist es. Ganz genau. Genau. Und auch Biologe. Ja. Und du siehst die Sache natürlich mit einer ganz anderen Brille, wenn es da um den Darm geht. Ja, ich sage manchmal, ich habe zwar noch nie Patienten behandelt, aber ich glaube, ich kenne fast mehr Patientenbeispiele als mancher Arzt, weil ich sozusagen viele, viele Jahre in diesem Bereich gearbeitet habe. Und das Thema Darm, was du angesprochen hast, habe ich viele Jahre auch begleitet, begleite ich auch jetzt noch von einer Ärztegesellschaft, nämlich dem Arbeitskreis Mikrobiologische Therapie. Mhm. Und da hat man früher nur an die Darmbakterien gedacht. Und heute sehen wir, dass die Regulation im Darm deutlich komplexer ist, dass das Ganze doch ja viele, viele Komponenten hat, die wir so nach und nach begreifen dabei. Das heißt nicht nur bakteriell, diese guten, sogenannten guten und die schlechten und da gewisse Missverhältnisse, sondern was auch noch? Ja, die Frage ist ja, wie kommt es in einem solchen komplexen, ich sag mal Ökosystem, dazu, dass es eben nicht mehr so schön zusammengesetzt ist. Mhm. Und die eine Idee ist, das sind nur die Bakterien und man kann das tun, um sie sozusagen damit zu steuern und das funktioniert auch. Aber wir wissen heute auch, logischerweise aus Ernährungsstudien, dass wenn ich meine Ernährung umstelle, sich die Bakteriengemeinschaft verändert. Ich weiß aber auch, wenn ich zum Beispiel Bitterstoffe gebe, haben die einen ganz großen Faktor schon von Verdauungsenzymen, die im Magen gesteuert werden. Und dann kommt ein weiterer Faktor dazu. Diese Verdauungsenzyme, die aus dem Magen kommen, die aus der Bauchspeicheldrüse kommen, die über Leber-Galle-Prozess freigesetzt werden, die haben offensichtlich auch einen Einfluss. Und jetzt kommen die Enzyme mit dazu, pflanzliche Enzyme, die in der Lage sind, ebenfalls, wenn sie nicht resorbiert werden, in diesem Geschehen zwischen Verdauung und Steuerung der Lebensgemeinschaft dieser Darmbakterien dort einzuwirken. Also ganz spannende neue Daten, die wir da mittlerweile gefunden haben. Und Uwe sagt das ja richtig, neue Daten. Also wir machen jetzt Enzymforschung seit über 70 Jahren. Wir behandeln ja mit Enzymen allein in Deutschland etwa 4 Millionen Menschen. Das ist jetzt keine unbekannte Therapie. Aber für uns wirklich immer wieder erstaunlich ist, wie viele Neuigkeiten wir selber erfahren. Also ich war maßgeblich in der Entwicklung der dritten Generation Enzymprodukte auch beteiligt, praktisch Kombination Bromelain in Papain, insbesondere Lysozym. Aber selbst das gute alte Bromelain, wir sagten ja intern mal die gute alte Tante Bromelain. Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Hat jetzt seit 2 Jahren einen komplett neuen Aspekt mit dem Papain und auch dem Lysozym eröffnet, was wir alleine im Darmlumen an Möglichkeiten haben, wenn Entzündungen langsam entstehen, die bis hin zum Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Leaky Gut gehen können. Da ist immer am Anfang das Inflammasom. Mhm. Und wenn wir dort Bromelain und Papain haben, findet diese Weiterentwicklung
Im besten Fall nicht, aber zumindest wesentlich weniger statt als sonst. Mhm. Aber vielleicht können wir das ja ganz mal so zusammen uns in der Folie anschauen, das Ganze. Da haben wir das mal so ganz einfach aufgezeigt. Und der erste Punkt ist, da steht so Papain. Du hast mal gefragt, was sind eigentlich Enzyme? Und hier haben wir das mal ganz einfach gemacht. Wir hatten damals mal so ein komplexes Bild, vielleicht entsinnen sich einige Zuschauer noch. Das sind so Aminosäuren an Aminosäuren, quasi so eine Aminosäurekette. Da sieht das schon viel einfacher zu verstehen aus. Ja. Und das Spannende beim Papain ist, das kennen ganz viele, die, ich sag mal, in den Benelux-Staaten war das lange zugelassen, Fleisch weich zu machen. Also ein etwas zähes Rind doch hinterher noch zum guten Wiener Schnitzel zu bringen. Das hat man mit Hilfe von Papain gemacht. Ach so. Also wir sehen schon, da gibt es so eine Kapazität, an Proteine heranzugehen. Und Proteolytik proteolytisch, auch, ja. Das ist sozusagen der Begriff. Das Bromelain hat in diesem Bereich nie eine Rolle gespielt, weil es schon etwas anders wirkt, an andere Aminosäurenketten in den Proteinen geht. Aber das, was wir jetzt sehen, ist, wir haben auf der einen Seite die Wirkung, die Unterstützung der Verdauung. Das heißt, wenn ich sehr viel gegessen habe, zu wenig Verdauungsenzyme habe im ersten Schub, und Enzyme nimmt man immer 2 Stunden Abstand zum Essen, dann können aber immer noch Reste da sein. Auf einmal erlebe ich, dass der Teil, wo wir früher dachten, der hat keine Funktion, der nicht resorbiert wurde, jetzt hilft zu verdauen. Und das ist ein Faktor, wenn das gut verdaut. Und dort entstehende Entzündungen, die er durch Verdauungsprozesse auch entscheiden können, vorbeugen kann. Ja, aber das Entscheidende, worauf ich hinaus wollte, ist jetzt der Faktor auf die Darmgemeinschaft, auf die Darmbakteriengemeinschaft. Denn wenn dort Verdauungsrückstände sind, dann stürzen sich andere Bakteriengruppen drauf, als wenn das alles schon gut vorher verdaut ist. Das heißt, der Effekt der Enzyme ist nicht sozusagen direkt auf die Bakterien, sondern er sorgt dazu, dass das Milieu wieder so ist, dass unsere natürliche Bakteriengemeinschaft sich da wohlfühlen kann und sozusagen keine Reste da sind, von denen sich Bakterien, die den ganzen Prozess stören können, ernähren können. Und beim Bromelain scheint es noch anders zu sein, denn unsere Bakterien geben eben auch Stoffwechselprodukte ab in den Darm hinein. Und hier scheint Bromelain in diese Bakteriengemeinschaft viel tiefer einzugreifen. Als wir immer dachten. Das ist auch entspannend dabei. Und man stellt sich ja so vor, die Bakterien sind so in dem ganzen Darmlumen, sind sie aber nicht. Sie sind auch in so bestimmte Schleimhüllen eingepackt. Also es sind immer so kleine, eigentlich eine Ansammlung, ich sag mal wie so ein Zeltlager. So eine Schleimhülle mit Bakterien, noch ein Zeltlager, was diese ganze Darmschleimhaut auskleidet. Mhm. Und das Bromelain scheint zu helfen, diesen Schleim auch manchmal so ein bisschen abzubauen. Also es hilft, ich sag mal, in dem Bild den Campingplatz sauber zu halten. Mhm. Und auch da sorgt es dafür, auch da Menschen fühlen sich wohl, und es gibt auch Menschen, die fühlen sich in anderen Situationen wohl, dass da die Richtigen sich wohlfühlen. Also das Bromelain ist nicht so wahrscheinlich muss man sagen, weil genau verstehen wir viele Prozesse nicht, mehr dafür verantwortlich, dass sich die natürliche Lebensgemeinschaft in ihrer Blase sozusagen optimal entwickeln kann. Und dann sind wir dabei, wenn das der Fall ist, sind die Signale der Bakterien so stark, dass sie die Darmbarriere eben, das, was kompliziert geregelt ist, über Zonulin, Claudin, Okludin, ach, da können wir ganz viele jetzt Bausteine nennen, aber auch das muss man sich so vorstellen, das sind ja keine, diese dichten Verbindungen, das sind eigentlich Schleusen. Die kann man aufmachen und zumachen. Und das wird gesteuert über Signale unserer Darmbakterien. Und jetzt haben wir einen Effekt, das Papain hilft uns optimal zu verdauen, was wir hier sehen. Das sorgt dafür, dass die Bakterien sich wohlfühlen. Das Bromelain selber sorgt so ein bisschen dafür, wo sie leben in dieser Schleimblase, dass es optimal funktionieren kann, dass auch diese Signalmoleküle ausgetauscht werden können. Und somit haben wir einen ganz starken Effekt auf die Darmbarriere und sorgen dafür, dass Leaky Gut-Situationen eben nicht entstehen oder wieder abheilen können. Nicht entstehen oder aber, das ist das Thema. Ich behaupte jetzt einmal, dass 7 von 10 Leuten wahrscheinlich einen Leaky Gut haben. Ja. Wie siehst du das als Arzt? Also wenn wir das Leaky Gut wirklich als offenes, durchgängiges, Endotoxine in die Leber transportierendes Syndrom verbinden,
also wirklich das definitionsgemäß, dann halte ich 7 von 10 für ein bisschen zu hoch gegriffen, vielleicht 4 von 10. Mhm. Aber schleichende Unterformen, beginnend vom kleinen Inflammasom über einem stärkeren Auseinanderrücken der Tight Junctions bis hin dann zum echten Leaky Gut. Diese schleichenden Vorformen, die sind die wichtigen. Und das trifft, würde ich jetzt sagen, fast jeden Menschen. Und während den Anfängen, hier wäre zum Beispiel eine Bromelain-Wirkung, deswegen sprechen wir ja auch vom Anti-Aging-Effekt der Enzymtherapie, zusammen mit Papain und einer antiviral-antibakteriellen Wirkung des antimikrobiellen Peptides Lysozym, deswegen die optimale Kombination des Bromelain, Papain, Lysozym, dritte Generation Enzympräparate, als optimal diese Anfänge zu verhindern. Und alles, was nicht ins Blut kommt, an solchen nicht verarbeiteten Produkten, ist letztendlich die Gesundheitsprävention Nummer 1, ja. Oder? Und auch Schutz vor Leberproblemen. Mhm. Schauen wir uns das vielleicht auf dem nächsten Bild mal an. Mhm. Da kann man das, was du gerade angedeutet hast, und das ist, macht die Zahl natürlich so schwierig. Ich meine, ihr habt hier im Gesundheitsfernsehen ja auch schon über Leaky Gut, die Marker gesprochen, also das Zonulin. Auch da gibt es ja viele Diskussionen. Ich habe Alpha-1-Antitrypsin als Marker, ich habe Zonulin als Marker, ich habe Zonulin im Stuhl, ich habe Zonulin im Blut. Also wenn man jetzt Labormediziner hier hätte, so eine Dreierrunde, die könnten jetzt eine ganz große Diskussion aufmachen. Aber da kommen natürlich die unterschiedlichen Zahlen her. Ich glaube, das, was Helmut gesagt hat, ist sehr richtig. Also irgendwo fängt das an und hat natürlich nicht gleich... bitte gerne, Helmut. Gerne. Irgendwo fängt es natürlich an. Aber wenn man sich anschaut, mal unabhängig von den Zahlen, also ich würde das auch so einschätzen, wie du das gesagt hast, 3, 4 von 7, die hier tatsächlich Probleme haben. Wenn wir uns anschauen, wie Lebermittel entsprechend verordnet werden, dann können wir da auch einen Rückschluss ziehen, weil ich glaube, jeder, der Cholesterinsenker nimmt, bin ich ganz schnell bei einer Leaky Gut-Situation, ja. Weil sonst hätte sich in der Leber das nicht ergeben. Und auf dem Bild sehen wir jetzt hier sehr schön, dass in dem Moment, wo es zu einer Störung, ich habe das vorhin schon gesagt, das sind ja eher so Schleusen. Und man stellt sich immer Leaky Gut als großes Loch vor. Das ist es aber nicht. Das ist eine Störung der Regelungsfunktion der Schleuse. Also das Tor geht nicht mehr richtig zu. Das Tor bleibt dauerhaft auf. Das kann großflächig oder kleinflächig sein. Also was wir so Nonchalance Leaky Gut nennen, müsste ich wahrscheinlich sogar in verschiedene Grade einteilen, was wir bisher nicht tun. Und dann geht es darum, dass auf einmal kleine Moleküle, wie zum Beispiel Ammoniak, was bei der Verdauung entsteht, in die Leber diffundieren kann. Dann kann es passieren... Und dort Probleme machen. Und Probleme macht. Dann kann es passieren, dass Bestandteile von Bakterien, die sterben ja auch ab, solche Oberflächenstrukturen in die Leber gelangen. Es und gerade Immunaktivierung macht, die irgendwann pathogen wird. Also die Aktivierung der kupferschen Sternzellen, die dann da passiert, was genau in dem Maße eigentlich nicht normal ist. Ja. Und darauf will ich gleich noch zurückkommen. Und das Dritte ist, es könnte sogar sein, dass ganze lebende Bakterien übertreten. Was man sagt, haben wir eigentlich im Blut nicht. Aber wenn es nur 2, 3 Bakterien sind, wirklich 2, 3, dann würden wir das gar nicht so wahrnehmen. Und wir wissen, dass solche Bakterien irgendwie transportiert werden müssen, weil wir finden ja ein Mikrobiom an ganz, ganz vielen Stellen. Und das, was Helmut gerade sagte, diese kupfersche Sternzelle, oder heute nur noch kupfersche Zelle genannt, die ist eine wahnsinnige Schaltstelle zwischen Leber und Immunsystem. Zwischen dem, was an der Schleimhaut passiert und in unserem systemischen Bereich passiert. Und das ist nochmal ein ganz entscheidender Faktor dabei, weil dann, wenn sich da etwas verstellt, verstellt sich der Stoffwechsel der Leber. Ja. Und dann kommen wir in diese Prozesse, nicht alkoholische Fettleber und alles das, was wir dann kennen. Aber das beginnt unten an dieser Schaltstelle. Und diese Oberflächenstrukturen, diese Lipopolysaccharide der Bakterien, die spielen eine Riesenrolle. Und der Streit ist im Moment noch, muss die lebende Bakterie dranhängen oder reichen die Moleküle alleine? Mhm. Für beides gibt es wissenschaftliche Daten. Aber gestörte Durchlässigkeit im Darm ist immer ein großes Gefährdungspotenzial an dieser wichtigen Schnittstelle Schleimhaut-Immunsystem, systemisches Immunsystem.
Ich meine, du hast am Anfang noch etwas gesagt über Bitterstoffe, oder? Mhm. Und wenn ich heute schaue, wie wenig Leute heute Bitterstoffe mhm. essen, fehlt uns ja das einerseits am Darm. Auf der anderen Seite essen wir sehr, sehr viel Zucker, was ja auch wieder das bakterielle Milieu verändert. Wenn ich jetzt an der Ernährung nichts verändere, keine Bitterstoffe nehme und beim Zuckerkonsum so bleibe, kriege ich dann das mit diesen zwei, mit diesen Stoffen aus der Ananas, aus der Papaya und aus dem Ei hin, hier das Milieu zu optimieren? Ja, und ich glaube, da müssen wir wirklich ganzheitlich denken, weil immer wieder der Wunsch, gib mir eine Pille ja. und ich kann leben, wie ich will. Ja. Und ich glaube, hier muss man ganz klar sagen, nein. Das kann ich sozusagen als Einstieg, oder ich brauche das als Einstieg, wenn ich nur den Zucker weglasse, dann habe ich nicht die Impulse, die ich noch dazu brauche zur Regeneration der Mikrobiota. Das heißt also, hier gehören immer mehrere Maßnahmen zusammen. Also wenn wirklich ein massives Leaky Gut besteht, eine massive Darmbeschwerden besteht, vielleicht die Leber auch schon in Mitleidenschaft gezogen ist und ich will das zurückführen, dann muss ich die Leber unterstützen. Und dann bin ich bei sehr häufig auch bei der Mariendistel, um die Immunprozesse zu bekommen. Ich brauche die pflanzlichen Enzyme, weil sie einfach hilft, dass die Mikrobiota sich schneller regeneriert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Je schneller die Mikrobiota sich regeneriert, umso schneller bin ich dabei, dass diese Tore wieder vernünftig regulieren. So, und dann kann ich natürlich das Ganze mit Probiotikern kombinieren, mit Milchsäurebakterien, die sozusagen das Milieu, den pH-Wert, das Ganze unterstützen. Und das ist ein Paket zusammen. Und dann muss ich sagen, gehört das dazu, dass ich mich fragen muss, warum ist es dazu gekommen? Und wenn das Thema Ernährung ist, dann muss ich langfristig an die Ernährung gehen. Ansonsten kann ich jedes Jahr die Kur wieder machen, weil ich wieder am gleichen bin. Dann muss ich Thema Bewegung, haben wir schon gesprochen, in der Prävention. Dann bin ich in der klassischen Naturheilkunde, bei den Säulen der Naturheilkunde. Wir haben das ja auch in unseren Büchern geschrieben. Dieser schöne Dreiklang, Hinwendung zum gesunden Lebensstil. Wir müssen natürlich dann auch mal überlegen, muss ich wirklich rauchen? Muss ich viel, viel zu klein für mein Gewicht sein? Muss ich Mikronährstoffmangel ernährt nehmen? Muss ich hochkomprimierte, hochkalorische Industrienahrung zu mir nehmen? Weil du kannst immer dich entscheiden, wie du dich ernährst. Das ist so die Nutrition First, heißt das auch bei uns an der Uni, wenn wir Vorträge machen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, es gibt übrigens auch gute erste Vorschläge unter www.enzymforschungsgesellschaft.de haben wir unter dem Button Wissenschaft dann Therapiepläne, zum Beispiel einen Therapievorschlag für das Reizdarmsyndrom. Ich persönlich bin der Meinung, ein Reizdarm ist immer auch eine Vorstufe eines Leaky Guts. Ja, oder jeder Reizdarmpatient hat eigentlich schon eine Vorstufe bis hin zum Leaky Gut. Und wenn wir jetzt sagen, Hinwendung zum gesunden Lebensstil, eine mikrobiologische Stabilisierung, eine Leberentgiftung, Mariendistel bin ich sehr dafür, und eine Enzymtherapie. Nicht nur wegen der systemischen Wirkung, haben wir in einem anderen Video auch schon besprochen, sondern wegen der Wirkung, die wir hier vorhin gesehen haben. Das wäre die Idee, die da dahinter steht und bei unseren Patienten sich 10.000-fach gut bewährt. Mir kommt jetzt da gerade etwas in den Sinn. Ich war ja schon bei den Enzymen überzeugt und begeistert, wo wir noch eine ganz andere Sendung gemacht haben, nämlich die Basis, die Enzyme mir die Basis auch geben zur Selbstheilung. Es stärkt mich, Rekonvaleszenzphase schnell und. Also wir brauchen die Enzyme. Und jetzt habe ich aber noch den anderen Effekt über den Darm. Ja. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Deswegen haben wir ja auch eine jahrelange Zusammenarbeit sowohl der medizinischen Enzymforschungsgesellschaft, der ich jetzt vorstehen darf, und des Arbeitskreis für mikrobiologische Therapien, der du eine... Wo du auch im Vorstand mit dabei bist. Mittlerweile dank dir, aber wo natürlich Uwe maßgeblich über Jahre die Wissenschaft vorangetrieben hat. Ich muss sagen, das darf man, glaube ich, schon sagen, ohne dich wäre die mikrobiologische Therapie nicht auf dem Stand, wo sie heute wäre. Und wenn jetzt diese zwei Ideen natürlich miteinander gehen, der Synergismus der naturheilkundlichen Maßnahmen, dann ist das natürlich wunderschön und die Wissenschaft dafür gibt uns da in jeder Hinsicht recht.
Und das ist eigentlich das, was sich abzeichnet, du hast gerade gesagt, vor einigen Jahren schon. Es hat lange gedauert, bis die Studien jetzt kamen. Tatsächlich das, was wir hier vorgestellt haben, ist so 2019, 2020, 2021 kam die Literatur zu diesen unterschiedlichen Aspekten. Also wie wirken sich pflanzliche Enzyme auf die Mikrobiota aus, auf die Darmbakterien aus? Und das ist schon faszinierend. Und in der Tat sind wir gerade dabei, ich sag mal, mikrobiologische Therapien nicht nur als Therapie mit Bakterien zu sehen, sondern immer in der Begleitung auch einer Phytotherapie, wo die Enzyme ja im weitesten Sinne mit dazugehören. Und das Spannende ist, es gibt wenig Daten, aber wir haben ja in die Enzymprodukte das Lysozym mit reingebracht. Das Lysozym ist ja ein bekannter Entzündungsmarker in einer Stuhlprobe. Ja. Auf der anderen Seite sehen wir, dass ganz viele dieser Entzündungsmarker, Alpha-1-Antitrypsin ja nicht nur ein Leaky Gut-Marker, sondern auch ein Entzündungsmarker, dass die tatsächlich eine mikrobiomregulierende Funktion haben. Also sind antimikrobielle Peptide, aber sie bringen eben nicht alle um. Die natürlichen Darmbakterien haben Schutzmechanismen gegen diese körpereigenen Stoffe. Ich hatte das schon erzählt, die kapseln sich so ein bisschen ab, so wie im Zeltlager, sind dann nicht angriffsfähig dabei. Und es könnte sein, dass diese Kombination aus Papain, Bromelain, wir haben in dem Bild eben das Lysozym nicht gesehen, weil es noch nicht wissenschaftliche Daten gibt, aber dass das von außen zugeführt auch einen regulativen und stabilisierenden Effekt auf die Darmbarriere, auf die Darmmikrobiota hat und damit auch dort einen ganz klar antientzündlichen Aspekt setzt. Darf ich noch mal kurz vielleicht ergänzen? Bei Bromelain und Papain, weil du gerade sagst, wissenschaftliche Daten, ist das hier wissenschaftlich gesichert. Ja. Aber die Wirkung des Lysozym als antimikrobielles Das ist auch gesichert. Und antiviraler Funktion, das ist super gesichert, nur nicht die Wirkung des Lysozyms auf die Mikrobiota. Mhm. Aber ist ja auch egal, selbst wenn da keine Wirkung wäre, es ist ja immer das Zusammenspiel. Deswegen haben wir in dem letzten Video auch klar gesagt, der große Schritt der dritten Generation Enzymprodukte war, Bromelain, Papain mit dem Lysozym zu kombinieren. Die derzeit wahrscheinlich effizienteste Methode, Menschen ganzheitlich zu behandeln. Ihr sagt immer, das sind ja pflanzliche Enzyme und die Zuschauer essen ja alle auch sicherlich sehr viele Pflanzen, sehr viele Ballaststoffe, aber hier haben wir zwei ganz spezielle pflanzliche Stoffe. A, um die Konzentration, also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Ananas oder Papaya essen, müssen Sie bitte wissen, dass die Pflanze schützt ihr Immunsystem, die Pflanze schützt sich ja auch mit einem Immunsystem gegen eindringende Bakterien und Viren. Ja. Deswegen ist der Bromelain-Anteil am höchsten im Strunk. Also dem Anteil der Ananas, den Sie jetzt eher nicht essen. Oder in der Papaya in der Schale. Dem Anteil der Papaya, den Sie eher nicht essen. Das heißt, wenn ich die effizienten Wirkungen dieser pflanzlichen Enzyme nutzen möchte, muss ich sie extrahieren, hochreinigen und in eine Tablette tun. Tabletten sind auch was Magensaftresistenz und Resorptionsfähigkeit betrifft, jeder Kapsel überlegen. Das ist pharmakologisch gut dargestellt. Und das ist der Grund, warum wir das dann wirklich als Substitution geben. Zumal Ernährungsenzyme auch oft vom Pepsin im sauren Magen zerstört werden. Ich frage mich manchmal, wie kommen Wissenschaftler wie ihr überhaupt auf die Idee, von der Papaya die Schale zu untersuchen oder den Strunk, was man fortwirft vom Ananas? Also. Es sind ja immer wieder diese Fragen, wie kommt man in der ganzen Phytotherapie eigentlich auf die Idee? Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann gucken wir ganz weit zurück. Also wir haben ja dann hier Hildegard von Bingen. Ja, was hat die eigentlich ausprobiert? Da gibt es ganz viele Dinge. Und natürlich sucht man in der Natur Wirkstoffe. Und wenn wir uns anschauen, die moderne Pharmakologie, sind es alles von der Natur abgeguckte Molekülstrukturen. Das heißt, man geht also ganz viel durch. Und bei der Papaya ist es zum Beispiel beschrieben von, also dann in Südamerika ist sie ja hauptsächlich beheimatet, ist es beschrieben, dass man Papaya unter verschiedensten Aspekten, man hat einen Sud gemacht,
auf Wunden gelegt. Man hat die Kerne zermahlen, also da hat man schon gemerkt, eine hohe Konzentration. Die Schale hat man nicht genutzt, aber heute weiß man, dass in der Schale das auch sitzt. Also man hat sozusagen Erfahrung aus der Historie. Wenn man wirklich in die Ethnomedizin hineinschaut, findet man das immer wieder. Genauso bei dem Ananas hat man das gesehen, dass man Auflagen gemacht hat, also den oberen Teil rausgeschnitten hat, oftmals äußere Anwendung. Und dann liegt es natürlich nahe, kann ich das auch innerlich. Und das sehen wir ja in der Phytotherapie, die Breite. Dann fängt man an zu gucken, wie komme ich an die Wirkstoffe. Und es gibt eine schöne Anekdote aus dem afrikanischen Bereich, aus Südafrika. Da haben die ersten Siedler dann eben auch gesehen, wie die Menschen, die dort gelebt haben, sich behandelt haben. Aber getraut haben sie ihn nicht so ganz. Und was hat man dann gemacht? Man hat die gleiche Pflanze zwar genommen, aber nicht gekocht in so einem wässrigen Auszug, sondern man hat sie in einen guten Cognac oder einen guten Schnaps getan, weil dann glaubte man, dann wäre man sicher. Und tatsächlich hat man gesehen, es hatte eine ganz andere Wirkung. Ja. Das heißt, wir haben den wässrigen Auszug, wir haben den alkoholischen Auszug, wir machen einen Tee oder aber auch, wenn wir im Darm sind, hochkonzentriert, nehmen wir Pfefferminzöl. Das kann ich niemals so viel Pfefferminz essen. Und bei den Enzymen ist es genauso. Ich brauche sie hochkonzentriert. Also die einfache Ernährungszufuhr hat sehr leichte Aspekte. Das kann der Gesunde präventiv, kann sagen, ja, ich esse jetzt ein bisschen mehr mal Ananas, ist doch toll. Auch die Frucht hat ein bisschen was. Aber wenn ich in der Therapiesituation bin, und das müssen wir hier sehen, dann bin ich natürlich dabei, dass ich die hochdosierte Tablette eben brauche, die wirklich hochwirksam ist, um diese Effekte zu erzielen. Jetzt wäre eine spannende Frage von dir, wer die wässrigen und wer die alkoholischen Lösungen ausprobiert hat früher. Ja, die Frage nochmal, die Biologie ist natürlich die Neugierde auf die Wissenschaft. Also ich kann schon sagen, seitdem du in dieses Wissenschaftsteam reingekommen bist, kamen ganz neue Blickweisen auf. Wir Ärzte haben, ich sage es mal ein bisschen allgemein, bei uns ist es relativ egal, warum es funktioniert. Hauptsache, dass es, damit wir es verwenden können. Und ihr fragt, warum? Und wenn das beide zusammengeht, deswegen habe ich auch in unserem Team tolle Ärzte, tolle Wissenschaftler, Pharmazeuten, dich als wissenschaftlichen Leiter, Herrn Dr. Inderst als medizinischen Leiter, weil wir sozusagen das Warum und wie wir es am besten für unsere Menschen verwenden, damit zusammenbringen können. Und das macht unten im Strich viel Spaß. Es gibt auch manchmal Diskussionen, wo ich sage, was brauche ich jetzt das? Das nutzt der Frau Müller nichts, die jetzt Hilfe braucht. Aber irgendwann denkst du, aha, wenn das so ist, dann kann doch das. Und dann kommen solche Dinge raus. Und das ist neueste Wissenschaft, das ist keine 2 Jahre alt. Wenn ich das, ich bin ja schon längst überzeugt. Aber wenn ich jetzt oft auf Google Enzyme eingebe, kaufen, wo und so weiter, wo lande ich da oder wo sollte ich landen, damit ich da nicht irgendwie ein Marketing-Gag habe oder Humbug oder etwas, was einfach nicht also der neuesten Wissenschaft entspricht? Es ist für Patienten schwer, in dieser Informationsflut den Überblick zu haben. Dann geht er zum Hausarzt, der ist bürokratisch, der ist so in seinem Tunnel drin, der sagt, lassen Sie alles weg, weiter geht's, weiter. Also, eine seriöse Anlaufstelle ist zweifelsohne www.enzymforschungsgesellschaft.de. Wir gehören weltweit zu den Spezialisten über alles, was mit Enzymen zu tun hat. Mhm. Vor allem im Bereich des Immunsystems. Mhm. Dann natürlich kriegen Sie in der Apotheke immer eine gute Beratung. Und da empfehle ich Ihnen immer darauf zu achten, dass Lysozym dabei ist. Dritte Generation Enzympräparate. Und dann können Sie natürlich über Therapievorschläge, die unser Wissenschaftsteam auf die Homepage www.enzymforschungsgesellschaft.de gestellt hat, schon davon ausgehen, dass das für Ihr Indikationsgebiet dann auch eine durch Experten ausgesuchte, validierte und sehr wirksame Therapie sein kann. Du hast ja noch ein Buch geschrieben. Erzähl noch darüber. Ja, ich bin froh, 2 Bestseller geschrieben zu haben über Krebs und vor allem mein Enzymbuch Enzyme, dein Biofaktor. Bei Krebs war Enzyme auch mit wir haben, integriert. Das ist ja ein extra Thema, aber wir haben sehr, sehr gute Wirkungen zur Erhöhung der Lebensqualität bei Krebs. Da kann ich so einen Satz sagen, die Schulmedizin macht dem Leben Jahre. Die Enzymtherapie macht den Jahren Leben.
Also ja, das schön. Ist für mich sehr schön ineinander fließend. Und in meinem ganzen Leben, ich bin ja auch viel Notdienst gefahren und so, gilt immer als Arzt Schulmedizin so viel als nötig. Dazu aber Immunaufbau so viel als möglich. Das fließt ineinander und nicht gegeneinander. Das ist leider in der Realita-Welt ein bisschen anders. Da mögen sich die Naturheilkunde und die Schulmediziner oftmals nicht. Aber ich glaube immer an das Gute im Menschen. Und am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und in dem Enzymbuch konnte ich beschreiben, was können Enzyme? Und ich bin absolut deiner Meinung, es ist aber auch nur eine Säule von mehreren. Wir haben ja Lebensstil gerade gehört. Und wenn Sie jetzt hier interessiert sind, ich bin ja wirklich ein Fan auch deiner Sendung und die Spezialisten, die du hier alle schon gehabt hast, das ist natürlich toll, dass wir auch ein Teil da sein dürfen, dieser großen Familie. Also Zuschauer deiner Sendung können auch info@enzymforschungsgesellschaft schreiben und kriegen kostenfrei, es kostet sonst 19,90 €, das E-Book, / die PDF-Datei von diesem Enzymbuch. Und dann können sich die Leute dort ganz unabhängig informieren und dann überlegen, ob und wenn ja, welche Enzymtherapie für sie die beste ist. Mega cool. Ja. Also herzlichen Dank für dieses großzügige Angebot. Und wenn du einfach mal in den wissenschaftlichen Beirat hier hineinfragen würdest, wer alles schon Enzyme einsetzt, da wirst du erstaunt sein, mit wem wir alles schon Interviews geführt haben, Dinge gemacht haben. Ja. Und ich glaube, ganz viele sagen, das ist so selbstverständlich, da muss ich gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir mal wieder drüber reden. Ja, ist so. Genau. Ich habe das nicht gehört bisher so, gell? In diesem Sinne. Es mag allgemein gut sein vor herausragenden Aber du warst ja noch nicht bei uns oder wir noch nicht bei dir. Ja, alles. Ich war vielleicht auch noch nicht bereit für diesen Wissensstand. Das ist ja auch immer irgendwie eine beschränkte Aufnahmefähigkeit. Ein Thema nach dem anderen. Genau. So ist es. Also ich danke euch ganz herzlich. Dr. Helmut Münch einerseits und der Dr. Uwe Peters andererseits für Sie hier extra angereist, um Ihnen eine wichtige Baustelle in Bezug auf den Darmgesundheit zu vermitteln, aus verschiedenen Sichtweisen. Nicht nur für den Darm scheinen Enzyme wirksam zu sein, sondern auch um die Selbstheilungskräfte massiv zu steigern. Das habe ich in einer anderen Sendung schon gehört und deshalb ist es für mich heute schon, muss schon sagen, auch für meine ganze Familie eine ganz wichtige Sache, sich mit diesen Enzymen auseinanderzusetzen und sich was Gutes zu gönnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.